So. Kamera noch eben hier halbwegs richtig rücken. Herzlich willkommen zum heutigen Sonntags-SSO-Stream. Tut mir leid für die Verzögerung. Direkt auch schon eine Info vorweg. Es wird heute nur eine Stunde gehen bis 20:15 Uhr. Liegt daran, dass ich heute Nachmittag spontan die Nachricht bekommen habe, zur Quitte zu fahren oder zur Quitte zu müssen. Und deswegen sind mir leider 3 Stunden verloren gegangen an Zeit und ich muss heute noch ultra viel aufnehmen. Deswegen schaffe ich heute keinen längeren Stream. Und Fabi ist auch mit dabei. Genau, ich war bis vor einer Dreiviertelstunde noch im Stall. Ich muss auch noch irgendwann duschen, den Stream vorbereiten, mir die Haare irgendwie machen. Das klappt halt alles nicht, wenn ich Pferd und die ganzen Projekte machen muss. Dann muss eins zurückstecken und dann ist es natürlich der Kanal. Da geht das Lebewesen immer vor. So. Bitte? Ich weiß es nicht, ich habe dich halt leise gemacht, weil du sonst immer zu laut bist. Dann mache ich dich mal wieder ein bisschen lauter. Als letztes Mal musste ich dich nämlich auf minus 5 Dezibel regeln. Jetzt habe ich dich auf plus 5 geregelt und trotzdem hört man dich nicht. Also du bist diesmal schon 10 Dezibel lauter als das letzte Mal und irgendwie ist das ja sehr merkwürdig. So, sag nochmal was. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt erst nachträglich jetzt alles umgestellt habe, weil Fabi wollte jetzt eigentlich sich ein bisschen entspannen. Hat jetzt aber einfach so viel da sind, macht er doch mit. Es kann jetzt sein, dass man halt Fabi nicht mehr hört, wenn ich nicht den Stream komplett stoppe und nochmal neu starte. Dann müsste ich aber eine Viertelstunde circa warten, ansonsten spinnt das mit der Verarbeitung. Das können wir auch so machen. Aber dann kriege ich natürlich aus dem Chat überhaupt nichts mit. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ich habe gerade im Spiel gesagt, dass ich noch mehr Zeit brauche, dass wir technische Probleme haben. Dann gucke ich nämlich jetzt mal, was ich machen kann. Eigentlich müsste er das nehmen. Man hört gerade generell überhaupt nichts, sehe ich. Man hört auch keine Musik. Es schlägt nämlich überhaupt nichts aus hier. Ich habe das Standard. Nee, er müsste ja trotzdem die Musik ausschlagen, die ich im Hintergrund laufen habe. Nee, der nimmt gar nichts mehr an, weil ich zwischendrin umgestellt habe. Nee, der nimmt gar nichts mehr an. Ich kann einmal kurz den Stream unterbrechen und neu starten, in der Hoffnung, dass das dann ein Ganzes bleibt. Also ich unterbreche einmal ganz kurz, dann geht's gleich weiter. So, jetzt sollte man eigentlich Musik und Fabi und alles hören. Weil die Musik hat man, glaube Okay. ich, auch vorher nicht gehört. So. Ja, okay, ich höre mich. Sehr gut. Aber jetzt bin ich wieder viel zu laut. Dann regel ich dich jetzt wieder runter. Es tut mir leid, jetzt können wir noch eine Dreiviertel, nee, jetzt können wir nur noch eine halbe Stunde leveln. Weil ich ja, weil wir auch noch das Gruppenbild machen wollen. So. Auf geht es zu Josh. Ich habe jetzt kurzfristig beschlossen, wir reiten jetzt heute nur bis nach Firgrove. So, also du hast gesagt, man hört dich jetzt, ne? Sehr gut, weil es hat nämlich gerade jemand in-game geschrieben, dass man dich nicht hört. Jetzt spinnt mein Fraps. Jetzt hat sie mein Fraps geschlossen. Super, ich brauche aber meinen Fraps, ansonsten kann ich keine Goldhof-News bringen. Es ist heute alles zum Kotzen. So. Auf geht's.
Nein, also heute ist alles wirklich etwas schwierig, deswegen bitte ich auch um Verständnis, dass ich den Stream kürzer mache, weil ich, wie gesagt, ich muss noch 4 Sachen neben den Goldhosen, ich muss nur 5 Sachen machen an Videos und ich erlaube mir selber immer erst zu Abend zu essen, wenn ich mit der Arbeit durch bin. Das heißt, es gibt heute erst irgendwann um 23 Uhr Abendessen. Juhu! Aber ich will einfach nicht... Abendessen ist für mich so das Einleiten fürs Entspannen am Abend. Ich will nicht nach dem Abendessen noch aufnehmen müssen. Das finde ich ultra blöd. Deswegen zwinge ich mich dann immer noch so lange zu warten. Huh. So. Aber ich sehe schon, hier kommen schon verständnisvolle Worte im Chat. Das finde ich super lieb. Wir sind im Teamspeak. Ja, genau. Ist jetzt eigentlich die Musik zu laut? Ich höre dich jetzt total leise gerade nur. Ich hab die Musik nicht an, Moment. So. Ja, ich finde, das passt schon. So. Und auf ins Rennen bei Josh. Also ihr hört jetzt... Also unsere Projekte, die keine Zeiten haben, die sind nicht auf dem Ende ausgelegt. Also da haben wir nie irgendwas vor. Was ist mit Projekten, die keine Zeiten haben? Projekte, die keine Befristung haben, also eine Story drin haben oder sowas, sind bei uns nicht darauf ausgelegt, dass sie irgendwann enden. Kommt drauf an. Planet Coaster war von vornherein darauf ausgelegt, dass es irgendwann endet. Leute, meine Musik ist zu laut. Ja, das kommt mir nämlich auch so vor, weil ich höre dich nämlich kaum und die Musik ist richtig laut. So, sag mal was. Test. Jetzt müsste es eigentlich besser gehen. So. Genau, ich muss mal gerade, da kommt schon wieder die obligatorische Frage, darf ich Club? Da fehlt mir ein Wort auch in dem Satz. Schreib doch mal in ganzen Sätzen, Mensch. So. Ich muss mal gerade gucken, wo meine Club-Warteliste ist. Am Montag. Genau, dann streamt Fabi nämlich wieder. So, hier. Ich gucke ja immer, ich habe ja meine Liste hier und andere kommen nicht rein. So, Rennen abgeben. Hier müssen wir uns noch beeilen, dass Honeydew überhaupt Level 15 wird. So. Genau, und heute hat nämlich aufgerufen Lena Shadowhaven, die Angelica Yellowborn, die Mira Shiley, die Katja Fishstorm und die Dina Snowstreet. Na, nochmal, schickt ein Loot für eure Mühe und die Kelly schickt, Essen ist wichtig, du kannst doch nicht erst zu spät essen, ich würde verhungern. Vielen Dank für eure beiden Loots-Nachrichten. Dankeschön. Ja, aber ich will halt nicht nach den Aufnahmen noch, also nicht nach dem Essen noch aufnehmen, das ist blöd, dann habe ich lieber so lange noch Hunger. Und dank euch ist SSO und in den Top 10 der YouTube-Streams. Yay! Da muss man sich mal überlegen, ne? So, auf ins Rennen. Nein, ich wollte keine Bilder von der Strecke machen. Auf ins Rennen bei 10. Ganz genau. So. Ja, und der Club heißt die Goldhoofs. Genau. Gibt's aber leider mittlerweile auch schon Faker von. Also, da muss man auch aufpassen. Nicht jeder, wo Goldhoofs drunter steht, ist auch wirklich in den Goldhoofs. Weil es gibt nämlich irgendwie die Möglichkeit, dann Leerzeichen als dritten Namenszusatz zu nehmen. Und dann kann man nämlich den Namen duplizieren. Also, da gibt's leider auch schon wieder Faker. Das heißt, wie gesagt, nicht jeder, wo dran steht, der ist in den Goldhoofs, ist auch wirklich bei uns. Okay, Leute, meinen an, dass ich sehr leise bin. Ah, das regt mich auf. Weil ich jedes Mal, ich kann nie auf dieselbe Dezibelzahl gehen. Ich muss es jedes Mal neu einstellen. Und ich habe es jetzt halt im Vorfeld nicht eingestellt, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ja, dann bin ich am nächsten Mal nur noch im Chat dabei. Nee, das passt schon. Es ist halt,
Ich habe jetzt halt nur anders geplant gehabt, deswegen. Das ist ja normalerweise kein Problem. So, ich hoffe, jetzt bist du lauter. Ich habe jetzt nochmal 5 Dezibel nach oben geregelt. Nee, über das Thema haben wir schon die letzten beiden Streams quasi recht ausführlich geredet, also. Ja. Ja, wer mag keine Kekse, Naomi? Oder die meisten Leute mögen das. Denke Oreo-Kekse ich sind mal. toll. Ah, generell die So. dunklen Kekse, klar. Sehr gut, finde ich. Ich glaube, ich Ja. mag diese Standardkekse gar nicht so gerne. Ich glaube, ich mag am meisten wirklich so Kommt drauf an. Also auch ins Rennen diese bei dunklen, ein Loretta bisschen übrigens. weicheren. Es kommt so ein bisschen drauf an. Also manchmal, ich mag ab und an, habe ich echt so richtig Hunger und Appetit auf Butterkekse. Aber Jetzt ich bin ich bin anscheinend besser. Jetzt sagen die tatsächlich. Leute alle perfekt und so. Okay, sehr gut. Das ist halt total komisch, weil ich dich jedes Mal anders einstellen muss. Ich habe mir nämlich mal irgendwann die Daten aufgeschrieben, wo du perfekt warst. Und jedes Mal, wenn ich das wieder so einstelle, dann stimmt es wieder nicht. Das nervt. Ich werde keinen Ersatzclub machen, weil stellt euch mal vor, dann ich habe sowieso nicht so die Zeiten, die ich jetzt großartig in SSO drin Das ist bin. halt das Problem, wir haben schon für einen Club keine Zeit, dann haben wir halt für zwei Clubs keine Zeit. Das ist dann noch blöder. Ja. Weil ich muss auch sagen, wir sind nicht aktiv. Ihr dürft nicht, wenn ihr in den Club kommt, erwarten, dass wir Clubtreffen machen oder ich da mit euch schreibe. Ich bin eigentlich tatsächlich vielleicht an 5 Tagen im Jahr im Chat und Ich bin auch Clubtreffen ungern der machen wir gar Clubleiter. Das nicht. ist bei mir auch so eine Sache. Deswegen, also ich bin ganz glücklich eigentlich als Mitglied und ich möchte nicht jetzt einen Club leiten. Das ist einfach, das so sehe ich mich einfach nicht. Es ist auch im Endeffekt, ich bin auch eigentlich nicht Clubleiter. Ja, ich habe den Club erstellt, aber im Endeffekt dient der Club dafür, dass die Mitglieder miteinander was machen können. Ich, wenn man so will, gehöre ich eigentlich gar nicht zum Club. Diejenigen, die drin sind, sind der Club, abgesehen von mir, weil ich halt einfach keine Zeit für den Club habe, gar nicht. Greetings from Poland, greetings back, Greeting back to Poland. invitations. Oh nee, jetzt können sich die ersten schon wieder nicht bewegen. Open the Story ist ein cool Danke. Da steckt auch viel Herzblut drin. Leonie, ja, haben wir. Haben wir vorhin ja schon drüber geredet. Ich finde das immer sehr schön, wenn irgendwas schief geht und Fabi das dann irgendwie vertuscht mit den lustigen Aktionen. Das war gestern, musste ich so lachen. Wo war das denn nochmal? Ist so irgendwas bei der Zauberin, bei der Magierin da. Die immer links und rechts gegangen Ach ja, ist. genau. Ach, das war super. Warum auch immer, der hat sich davor ewig nicht bewegt und dann bewegt sie sich in einer Tour. Das macht's aber auch, ich finde, da merkt man einfach, wir machen halt keinen Cut. Wir machen das so, wie es halt passiert und versuchen es zu improvisieren. Und das finde ich persönlich lustiger, als wenn wir es Ja, da kommen doch dann noch pur viel nach Schema lustigere F Sachen machen, raus, ja. als wenn man jetzt wirklich das nach Drehbuch macht und man schneidet die Szenen aneinander. Das ist doch so viel, viel Ja. besser und lustiger. Die Dann Doreen hat kann sich man. auch nicht bewegen, okay. Also wenn ihr euch Ja, nicht es ist echt bewegen doof. könnt, dann lasst euch am besten abholen. Wir reiten jetzt nach diesem Rennen hier nach Vorpinter weiter. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr entweder noch fix nach Moorland kommen. Ich mache jetzt hier noch das Rennen. Oder ihr lasst euch direkt nach Vorpinter fahren. Also ihr dürft den Stream gerne mitschneiden, dann aber halt immer, dass ihr erwähnt, dass es nicht euer Stream ist. Genau, immer Das mit ist immer, das ist. Verlinkung dann von unserem Kanal. Genau, aber wir hatten da schon ein paar Leute, die das dann als ihren Stream ausgegeben haben und das Ja. wollen wir einfach nicht. Was unsere Lieblingsspiele für die Switch sind. Eigentlich sind es die einzigen großen Spiele, die derzeit auf der Switch existieren. Ich habe ja noch Singleplayer gar nicht an Zelda. der Switch gespielt. Hey, so viele Höchstleistungen heute. Es geht ab. Singleplayer Zelda und Multiplayer Mario Kart, ganz klar. Vielen Dank für die So. ganzen vielen lieben netten Worte, auf die wir gar nicht alle eingehen können. Weiter geht's Richtung Vorpinter. Ich bin gespannt, Gaming with me. Kadi, wie kannst du den PC so flüssig. Naja, du musst bedenken, Kadis Rechner ist recht stark. Also, unterschätzt man teilweise, was man da teilweise braucht, um damit es so flüssig läuft. Ich habe mir jetzt auch noch mal eine neue Grafikkarte reingebaut. Die bräuchte man jetzt für Star Stable nicht, sage ich Ob man ganz den. ehrlich dazu. Die brauche ich für andere Projekte. Aber den Computer, also die Einzelteile, die ich drin verbaut habe, die findet ihr unter den Videos in der Videobeschreibung. Je, ob man Ups. einen Fanclub in SSO machen darf. Ja, im Endeffekt ist es ja eure Entscheidung. Also wenn ihr wollt, könnt ihr ganz klar sagen, der Club ist, in den Club kommen Leute rein, die Fans von uns sind. Klar. Also könnt ihr gerne machen. Das ist ja auch, was wären wir da für Leute, wenn wir das verbieten würden? Genau, Also also wirklich, das, wenn ihr wenn das ihr das machen wollt, mögt, dann könnt ihr klar. das natürlich gerne machen. Na klar. So,
So, jetzt komme ich auch langsam wieder so ein bisschen zur Ruhe. Das war eben halt echt richtig stressig vor dem Stream. Aber das war heute auch bei der Bereiterin von Quitte so eng, dass ich dann gesagt habe, klar, das mache ich. Ich wusste zwar in dem Augenblick selber noch nicht, wie ich das zeitlich mache, aber man will dann ja auch nicht Nein sagen. Und Quitte war total lieb heute. Bin mit ihr spazieren gegangen. Also ich habe mich jetzt übrigens entschieden, also da Kadi jetzt eh noch danach aufnimmt und wir den Stream jetzt hier abkürzen müssten, weil Kadi wenig Zeit hat da rein, weil ich streame ich nach dem Stream dann noch ein bisschen weiter. Mal schauen, was ich streamen werde. Vielleicht streamen wir ein bisschen 7 Days to Die. Mal schauen. Oder halt Kingdom Hearts, muss ich gucken. Stimmt, Auf da jeden Fall, spielst du dass ja das. seit gestern wieder. Ach, da habe ich auch mal Bock, aber irgendwie bin ich bislang noch nicht dazu gekommen. Vielleicht streamen wir ein bisschen 7 Days to Die, dass ihr einfach daran ein bisschen teilhabt an Das dem, Spiel ist was wir am Abend lustig. machen. Fabi liebt Sofas in dem Spiel. Nicht mehr so wie früher, weil sie jetzt nicht mehr abbauen kann. Man Oh. muss sie jetzt selber bauen. Man kann die Quitte wieder reiten, kann, die kann sie schon, die reitet sie schon wieder. Ja, aber nur Schritt momentan. Die Ja. Bereiterin meinte aber, die will jetzt, die hat echt keinen Bock mehr, nur noch Schritt zu gehen. Die ist momentan ein bisschen itchig, wie sie es immer ausdrückt. Ich habe auch heute bewusst die Trense draufgezogen zu führen, weil die ist richtig knackig mittlerweile. Gut, klar, sie steht jetzt fast 3 Monate. Und mal schauen. Also wahrscheinlich wird sie demnächst mal wieder getrabt werden und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. War der 13. ist tatsächlich, glaube ich, für den nächsten Monat geplant. Oder war es schon für diesen Monat? Ich glaube, für Ende diesen Anfang nächsten, glaube ich. Wir kennen 30 Seconds to Mars, finden wir sogar richtig cool. 13 Ja. Reasons Why sagt mir nichts, die Serie. Ganz ehrlich, ich frage mich nach wie vor, wie alt ist Jared Leto jetzt? Ich finde, der sieht immer Er sieht viel, immer noch viel. gleich aus. Der sieht, der altert nicht. Also in Jahren schon, aber nicht vom Der ist Aussehen. wie ein Japaner. Wie sagt man, Aber Japaner echt. altern ab 30 nicht mehr, bis sie 60 sind und danach zerfallen sie. Es ist halt echt so. Ich bin echt gespannt, wann man bei dem mal irgendwann sieht, dass er älter geworden ist. Ich frag mich, was der macht. Du suchst ein Geschenk für deine Freundin, die 12 ist. Was schenkt man? Kathi, du bist doch auch ein Mädchen. Was würdest du als 12-jähriges Mädchen gerne haben wollen? Kommt drauf an, kommt immer auf die Interessen an. Also ich habe immer, wenn ich einer Freundin was schenken wollte, habe ich mir überlegt, woran hat sie Interesse, woran hat sie Spaß Na, Cori. und was kann ich da machen, was nicht zu teuer ist, was in diese Richtung abzielt. Ich habe zum Beispiel eine Freundin gehabt, die war unglaublicher Philipp Lahm-Fan und die hat Ende des Jahres nämlich Geburtstag gehabt. Dann habe ich ihr einen Philipp Lahm-Kalender selber gebastelt. Die Jenny hat uns geschrieben: Hey Kadi, ich liebe eure Videos, macht weiter so. Ihr habt wirklich viel mehr Abos verdient. Dankeschön. Ich kann Dankeschön. dazu nur sagen, jetzt mal aus der Sicht eines kreativeren Menschen. Kann ich ganz klar sagen, ja, die Kadi hat schon eine ganz gute Grundidee. Was ich dazu immer noch sagen ist, zeig deiner Freundin einfach, dass du dir Gedanken Ja, gemacht hast. das Das ist finde ich ist das immer, Wichtigste, ja, dass dann du bedeutet einem zeigst, das Geschenk immer am meisten. zeig ihr, dass du ihr zugehört hast. Das finde ich zum Beispiel immer richtig gut. Julian Bam ist super cool, meine Sunny. Was wir von Horrorspielen halten, wir streamen auch einige, weil ich daran immer zum Beispiel auch Spaß habe. Ich liebe das neue Haus von Julian und seiner Truppe. Hast du Das das ist mal total gesehen, krass. Fabi? Das ist ja ultra cool. Wir Vor haben allen doch Dingen zusammen außen dieses so. Video gesehen. Echt? Nein. Ja, doch, Es ist halt klar. außen ja so altmodisch und innen drin total modern. Ich liebe diesen Mix. Finde ich super. Wie Quitte mit vollem Namen heißt Quintessenz. Quintessenz. Genau. Zu Deutsch das Wichtigste. Finde Jared Leto ist der beste Joker. Ich muss tatsächlich sagen, finde ich nicht. Einige Leute meinen, hey Cardi, Fabi, ich bin wieder immer dabei. Wie geht's wieder? Quitte geht's besser, aber nur noch Schritt geführt Ja. werden. Ich muss immer noch Wo ist sagen, ich eigentlich Jelly finde. gerade? Ich hatte jetzt das Video gesehen und habe mitbekommen, dass sie in 8 Wochen wieder da ist. So, weiter geht's jetzt nach Fairgrove übrigens. Ich finde immer noch, dass die anderen Joker fand ich besser, weil die eher diesen Stil des Jokers wiedergespielt haben. Ich finde, der neue Joker ist zu. Ich will nicht sagen zu nett, aber er ist nicht dieses Verrückte, was ich beim Joker immer bei dem Charakter immer sehr gut fand. Danke, Wer hat Kerstin. den Joker? Heath Ledger hat den auch schon Ganz gespielt, genau. Ich ne? finde, Heath Ledger war einer der besten, wenn nicht sogar der beste Joker. Ich kann mir den irgendwie immer. Der hat den super gespielt, aber ich sehe den halt irgendwie immer mehr so aus Ritter, so als Ritter. Ich weiß nicht, wer den Film Ritter aus Leidenschaft kennt. Ich finde den Film super. Huch, ich bin auf den Desktop geflogen. Das passiert mir so oft, das ist dir jetzt auch schon passiert, Fabi, ne? Gestern.
Bist zwischen du, das neue Musikvideo, ja, wir haben das schon gesehen, Donald Trump. Also nicht böse gemeint, aber du hast mich auf Igno gestellt, weil ich sehe dich nicht. Das heißt nicht, dass du auf Igno stehst. Das hat das mit dem Server genau, zu tun. Genau, der Olivia. Server blendet Oliver. Random Leute ab, aus. Das ist. Selbst wenn es zum machen, mega gute Musik. Ja. Entschuldigung. Ja. Also der Server kann nur eine bestimmte Anzahl an Leuten darstellen auf einmal und alle anderen blendet der dann zufällig, hups, jetzt habe ich euch gehauen, blendet der zufällig aus als Schutzmechanismus quasi, um nicht abzustürzen. Und das kann ich leider nicht irgendwie steuern, wer da ausgeblendet wird und wer Kadi, nicht. Kadi ist dabei, Ostwind zu gucken. Genau, den ersten Film habe ich jetzt schon geguckt. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, was mir positiv und negativ aufgefallen ist. Ich bin mir vorgekommen wie in der Schule, weil ich da auch mal einen Stahlgeflüster drüber machen wollte. Was ich interessant fand, war tatsächlich, dass viele immer, die dieses Halsringreiten so hoch loben und freiheitsmäßig reiten, dass die den Film so hoch loben und die teilweise eben auch gegen irgendwelche Sachen sind, Hilfsmittel, künstliche Hilfen nennt man es ja. Aber wer mal genau hingeschaut hat, hat gesehen, dass Mika Ostwind sehr, sehr häufig mit Sporen geritten ist. Bei dem Turnier zum Beispiel mit kurzen, mit Kunststoff-Dornsporen. Und in den Szenen jedes Mal, wo sie mit Halsring geritten ist, auch wo sie rauf Richtung ihrer Freundin ans Meer geritten ist, hatte sie die ganze Zeit. Ja, Kadi, das kannst du in den Folgen klären jetzt hier. Ich muss dir noch Sachen aus dem Chat weitergeben. Sorry, es geht. Vielen Dank für die ganzen netten Sachen im Chat und das freut uns auch, dass euch das gefällt, dass wir uns, was wir an Content jeden Tag bringen, denn das, da steckt echt jede Menge Herzblut bei uns mit drin. Das stimmt. Auch wenn es manchmal stressig ist, wir sind eigentlich wirklich immer mit Herz und Seele bei der Sache dabei. Warum machst du nicht mal Bodenarbeit und so etwas wie freies Folgen mit Quitte? Das kann ich bei uns nicht machen. Wir haben nicht die Möglichkeiten dazu. Wir haben feste Belegungspläne für alles. Robert Jelly kommt in 8 Wochen zu ihr. Ah. Wieso ist das Interface so klein? Achso, oh ja, schon. Das ist doch nicht. Jetzt ist das doch ganz groß. Ich habe doch jetzt nicht mal meine normale Auflösung. Das ist, weil Kadi hat eine andere Auflösung an ihrem Monitor. Kadi hat einen 4K-Monitor, deswegen ist das kleiner. Genau, und ich bin jetzt schon, nur auf dem Mittelding aus 1080p und 2160p. Bin ich nämlich gerade auf 1440, da ist er schon deutlich größer sogar. Bitte jetzt keine Fragen zum Bibi-Lied. Also da gehen wir vielleicht in dem Stream auch ein bisschen mehr. Da haben wir jetzt immer in den letzten Streams, bin ich da schon häufiger drauf eingegangen. Aber jetzt bitte nicht wieder eine Diskussion darüber. Also jetzt so. FPS in SSO haben. Wie viel hast du aktuell beim Streamen? Ich habe jetzt gerade, 58. Wenn ich aber nicht streame, streamen zieht ja nochmal einiges an Leistung. Wenn ich einfach nur so durch die Gegend reite, dann bin ich so bei 110, 120. Resident Evil 7 kommt wieder, wenn neuer Content kommt. Kadi reitet seit sie 8 ist mit Pausen. Genau. Und wir haben uns nicht über SSO kennengelernt, wir haben uns über WoW kennengelernt. Genau. Nächste Livestream wird dann kommen, sobald wir es umgestellt haben auf meinen Stream. Das heißt maximal eine halbe Stunde dazwischen, denke ich mal eher so 15 Minuten. Aber wir müssen immer erstmal gucken. Der Stream wird jetzt außerplanmäßig nachgeliefert werden von mir, weil ich nicht möchte, dass ihr jetzt darunter zu leiden habt, dass wir weniger Zeit haben. Das ist ganz. Da muss ich mich jetzt auch mal bei Fabi bedanken, weil jetzt habe ich ihm quasi dadurch mehr Arbeit aufgehalst, dadurch, dass ich heute Nachmittag bei Quitte war. Tut mir leid. Na gut. Macht das ja freiwillig. Ich bin gerade gefragt worden, ob ich Attack on Titan kenne. Ich habe tatsächlich immer noch gar nichts davon gesehen, aber ich liebe die Intros. Ja, die Intros finde ich sehr, sehr gut, weil die immer auch so ein bisschen in diesem wie Japaner Deutsch sehen machen. Finde ich immer sehr lustig. Der ob es normal ist, wenn man mit 13 noch reiten lernt, das ist ein Ding, finde ich, das gerade beim Reiten, es gibt ja so viele Reiter, die sind extrem alt im Endeffekt. Das ist, glaube ich, Reiten ist der Sport, den man noch. Extrem lange. Also Reiten ist ja zum einen auch sehr, sehr gesund für den Körper, für die Muskulatur, speziell Rückenmuskulatur ist
Dafür ist das super und es ist wirklich eine der Sportarten, die man am längsten noch machen kann. Und ich finde auch, ups, ich bin da vorbeigeritten. Ich finde auch, dass Reiten eine Sportart ist, die man auch mit relativ fortgeschrittenem Alter durchaus nach wie vor anfangen kann. Es gibt Sportarten, wo ich sagen würde, okay, da macht es jetzt nicht mehr unbedingt so den Sinn. Zum Beispiel Turnen ist ja eher so, dass man das mit jüngeren Jahren macht, aber beim Reiten, finde ich, ist das absolut im Rahmen. SSO-Code ist derzeit nichts geplant. Go Vacation kennen wir. Wir kennen vor allem noch den alten Teil davon. Go Und Jared, Vacation. ist es nicht der mit den Griffins? Mit den Der Film? Griffins. Der Film, Go Vacation. Was vertue ich mich da jetzt? Sagt Und mir das ist halt die gerade Frage, gar warum du den nichts. Joker magst. Ich, warum ich den Joker mag? Ich habe nur gesagt, dass er den gut gespielt hat. Ich persönlich Ach, fuck. mag keine Go Vacation ist ein Superheldenfilme. Spiel. Upsala, dann haben wir uns vertan. Ich glaube, der Joker ein Superheld ist. Ja, aber Batman. Batman. Kadi, ist Batman Marvel oder DC? Marvel? DC? Ja, na, oh, richtig, Kadi, auf Anhieb. Oh, ich kenne mich halt damit überhaupt nicht aus. Das ist überhaupt nicht mein Interesse. Sorry, ich finde aber Mega Superhelden Fauxpas finde ich hier. total langweilig. Da schlafe ich immer bei ein. Dein Pferd hat sich vertreten an der Sehne gezerrt. Oh je, du Arme. Autsch. Eine gute Besserung auf jeden Fall. Ja, wie findest du Synchronschwimmen als Hobby? Im Endeffekt, wenn es dir Spaß macht, Schwimmen ist kein schlechtes Hobby. Und wenn dir Schwimmen als Synchronsportler Spaß macht, Ja, warum denn nicht? für mich wäre es persönlich jetzt nichts. Ich schwimme gerne, aber ich glaube, das wäre jetzt nichts für mich. Aber warum denn nicht, wenn es einem doch Spaß macht? Dann, hey, Kali, ihr seid die besten YouTuber zu 100%. Und Fabi, du, nein, habe ich noch nicht gemacht. Das lese ich jetzt nicht weiter vor, weil das ja noch geheim ist. Wenn der SSO-Stream kommt, du bist gerade in dem SSO-Stream. Genau. Ah, ich wollte das Rennen abgeben. Dankeschön. An die paar Yay, verrückten, vielen, vielen Honeydew! liebenden Worte. Und Honeydew klar ist kennt Level Kali Totilas. 15. Oh, so. Na klar. Die Völkerrennen mag ich auch nicht so gerne, muss ich sagen. Besonders Doch, das ich dritte halt die nicht. total gerne. Ob wir Avocados mögen? Ich mag Avocados, glaube ich, lieber Boah, ich liebe als Kadi, weil ich sie Avocados. gerne. Echt, ich mag die. Ich liebe die total in Guacamole. Ich liebe Avocados total. Am liebsten esse ich die in Sushi. Ich habe mich selber noch nicht dran getraut, weil es ist immer so ein bisschen schwierig, da eine zu finden, die vom Reifegrad wirklich gut ist. Ich wollte auch mal so einen Avocado-Thunfischsalat unbedingt probieren. Also Avocados finde ich richtig geil. Welches Pferd reitest du nach dem Pferd dann? Ich weiß es noch nicht so genau. Ich glaube, ich habe Bock auf Cocobell oder auf Crimson. Aber ich habe auch noch einige andere, die ich ausleveln muss. Ich mache ja jetzt wieder immer eine Abstimmung rein. Ist das peinlich, dass du den Joker gemocht hast oder magst? Musst du ja eigentlich nicht peinlich sein, weil ich finde gerade jetzt durch. Ich muss ehrlich sagen, früher. Ist ein Ding, was einem häufiger hätte peinlich sein können, als es ein Comic-Nerd war. Jetzt gerade durch Suicide Squad, finde ich, Ja. ist der Joker echt massenkonform geworden. Im Endeffekt kann man jetzt als Comic-Nerd sagen, ja, ich mag den Joker. Dann sagen dann deine anderen Freunde, ja, der war voll gut in Suicide Squad. Und denkst dich so, ja, ich mag eigentlich den ursprünglichen Joker. Aber ja, natürlich. Ich muss übrigens noch dabei sagen, ich weiß noch nicht genau, in 3 Wochen bin ich ja mit meinen Eltern in Hamburg beim Hamburger Derby zum Zugucken den Sonntag. Da werde ich definitiv nicht streamen. Ich weiß noch nicht, wie ich das die nächsten 2 Wochen hinbekomme. Ich will euch noch nicht sagen, wieso, weshalb, warum, weil das noch nicht alles hundertprozentig spruchreif ist. Ich werde es einfach ganz normal im Streamplan ansetzen, aber ich muss gucken, ob ich es wirklich zeitlich schaffe. Totilas kennt, das hat mir eben gerade gesagt, es gibt Avocado-Waffeln, echt krass. Ja, es Avocado gibt auch Sushi haben wir schon mal gegessen, ja. Avocado-Schokolade. Gibt es jetzt auch. Krass. Avocado ist momentan so eine Modefrucht. Es ist total Was an mir den vorbeigegangen, weil ich hier schon immer gern gegessen habe. Joker als Plüschtier, wie cool ist das denn? Lacht er auch, wenn man ihn drückt? Und eine Rasse, die wir gar nicht mögen, SSO. Ach Ich halt, glaube, Kali China. hat die. Die gefallen mir in SSO gar nicht. Wir machen keine Starcoins-Verlosung. Volko ist scheiße und was wir von Totilas halten, da kann Kali, glaube ich, mehr dazu sagen. Das Pferd an sich ist super, die Geschichte dahinter ziemlich traurig, würde ich jetzt einfach mal kurz zusammengefasst sagen. Kali, wenn du eine Handyhülle von der Jana gemacht haben wollen würdest, was du da drauf haben willst.
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich immer nur so Lederhüllen nehme. Kali mag Sims und Pferde, deswegen. Das stimmt. Und übrigens kann ich dazu Ah. sagen, ich habe ein S7, die Kali hat ein S6, falls ihr das an ein gewisses Muster anpassen wollt. Also wir haben nicht dasselbe Handy. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde Suicide Squad deutlich schlechter als die Dark Knight-Filme, muss ich sagen. Weil ich mag den Joker da drin nicht so gerne. Außerdem fand ich auch die alte Harley besser. Harley Quinn meine ich jetzt nicht, das Motorrad. Also Lieblingsspiele, da muss ich tatsächlich sagen, wir zeigen unsere aktuellen Spiele, die wir gerne spielen. Also wir zeigen im Ja. Endeffekt alles auf dem Kanal, was wir gerne mögen. Eigentlich könnt ihr sagen, das, was wir zeigen, mögen wir. Ansonsten würden wir Von es nicht zeigen. denen, die ich momentan zeige, würde ich wahrscheinlich sagen, dass bei mir gerade Tales of Berseria und Final Fantasy XIV ein bisschen die Nase vorn haben, weil das halt für mich mal was ganz Neues ist, weil ich bei beiden die Story noch nicht kenne. Sims gerade so ein bisschen eine Durststrecke hat. Gut, ein Star Stable geht halt immer, ne? Bei mir ist es so, warum ich Kingdom Hearts derzeit mit am liebsten mag, ist, weil ich mich ewig auf die Story gefreut habe und sie jetzt endlich spielen kann. Und bei mir ein Story-Spiel immer den Vorrang bekommt von einem Spiel, was keine Story hat, à la Minecraft. Ich spiele Minecraft sehr gerne. Aber wenn ich die Wahl habe, ein Spiel mit Story, die mich fesselt, oder ein Spiel, was ich einfach nur sehr gerne so nebenbei spiele, dann bevorzuge ich die Story. Aber auch nur, bis ich die Story durch habe. Und das ist halt, deswegen kann ich schlecht sagen, ich habe das Spiel gerne, sondern ich mag halt das. Da mag ich die Story dran, da mag ich die Kreativität dran und so weiter. Der Joker lacht leider nicht. Oh. Es wär aber voll lustig, wenn du ihn drückst und dann. So, Oh, du musst noch Steuerrecht würfeln. Dann viel Erfolg, Jenny. ich überlege jetzt gerade, wir haben rein theoretisch noch 10 Minuten Zeit. Wir könnten noch das eine Rennen oben am Pole Bending machen. Dann würde ich das jetzt aber mit Honeydew machen, auch wenn es dann auch wenn es ins Leere geht. Klar könnte ich dann noch auf ein anderes Pferd mich draufsetzen. Aber ich meine gerade, dass ich CD habe. Nein, ich habe das mir damals auf der Seite geguckt Gibt und es habe es das von dort auch überhaupt für einen PC runtergeladen. als CD? Ich dachte, das gibt es Ich nur für die glaube, du kannst es jetzt. Xbox, oder? Nee, du kannst. Es gibt es auch für die Switch, ne? Es ist für die Ah, Switch auch rausgekommen. okay. Ob wir aktuell Ark Evolved privat spielen. So, meinte gute, schwerer Satz. Nein, derzeit Nee. nicht. Wir Ups. warten auch eigentlich, im Endeffekt kann ich echt mal so sagen, wir warten auch auf so das Survival-Spiel, was uns ein paar Dingen mehr überzeugt. Also ich zumindest. Und auch wieder so in einem MMO. Also wir sind da immer so hinten dran, ein bisschen so am Gucken. Von daher. Oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr, wie man schreibt. Kaisho war. Dann ist das so, dass man, wenn man Star Stable abonniert, dass man dann Starrider ist? Nein, das stimmt nicht. Doch. Also wenn du meinst, die Star, wenn du den Kanal meinst, oh, Entschuldigung, aber wenn du es abonnierst, wirst du Starrider, also das Spiel. Wenn du das Abonnement zahlst. Sorry, ich habe das jetzt ein bisschen vermischt. Spielt Kadi auch privat auf der Switch? Nein. Die Switch nutze derzeit nur ich. Wenn Wer will ich bitte Maid Summer Ayami? zusammenschreibe, dann zensiert er das. Wenn ich Maid und Summer als einziges schreibe, dann zensiert er es nicht. Das ist sehr Das ist merkwürdig. manchmal sehr, sehr komisch, was er da macht. Gibt es Pferde, die wir bereut haben zu kaufen? Nö. Nee. Da wir Tatsächlich gar meistens uns sehr, nicht. sehr lange das überlegen, ob wir das dann machen und wie wir das machen und sowas in der Art. Nee. Es ist peinlich, dass ich The Flash gucke. Nö, ich gucke auch The Flash. Fand sogar The Flash ganz lustig, weil das ein Superheld ist, der einen ganz schön krassen Punkt Humor noch mit reinbringt. Auch wenn du die Cartoons gesehen hast vom Flash, sogar noch viel krasser. Der Flash war eigentlich immer so ein bisschen so ein Dödel-Superheld, der im Endeffekt immer noch so ein bisschen so den tollpatschigen Aspekt mit reingebracht hat. Wisst ihr, warum Dark Knight und Suicide Squad ab 16 sind? Ja, weil sie eigentlich, und nicht nur eigentlich, sondern weil sie recht brutal sind. Und das ist eigentlich schon gut so. Kurze Info, wir machen jetzt noch das Pole Bending hier oben und dann reiten wir nochmal runter Richtung Firgrove und machen da das Gruppenbild. Die Annika schreibt, das ist, sie kann sich versichern, dass es toll, dass jetzt super geht. Sie hat ihn besucht und durfte ihn sogar mal Ja, ich reiten. hab's gesehen. Voll toll. Habt ihr beide schon mal Das ist Klavier echt gespielt? cool. Ja. Huch, super, jetzt habe ich hier wieder, bin ich wieder rausgeflogen. Ich habe tatsächlich sogar noch die alte Wii, aber ich habe keine Ahnung mehr wo. Irgendwo.
Ich glaube, bei meinen Eltern auch im Speicher. Mal gucken, wenn ich jetzt gleich das schwarze Oberteil anziehe, ich dann auch noch die schwarze Hose habe, dann bin ich fast zu schick. So, ob ich mal steigen kann? Klar kann ich mal steigen. Komm, mach mal. Ah, das ist braune Morgen. Das ist so hübsch. Das ist so ein Kennt toller ihr Fuchs. Binebo? Das sagt mir gar nichts. Das sagt mir auch nichts. Der Lieblingsjumpy, ich glaube, bei mir ist es so vor Pinter oder Firgrove. Tatsächlich, ja. Ich mag Veildale sehr, sehr gerne. Silverglade mag ich sehr gerne. Und das Jorvik-Stall-Championat. Und auch wenn ich es nicht wirklich gut kann, mag ich auch das New Hillcrest-Championat sehr, sehr gerne. Bist du da schon mal geritten, Fabi? Welches? New Hillcrest. Nein. Das ist toll. Aber ich finde das ganz gut, dass. Was auch im Regen, da ist wohl dann auch so diese. Das ja, das war, ist Firgrove, genau. Ja, genau, das dachte ich, war ich doch richtig, ja. Wie schaut's aus mit Einzelbildern, Kadi? Sind auch noch möglich. Deswegen höre ich auch im 20. Also jetzt nach dem Rennen schon auf mit Leveln. Und dann geht der Stream noch bis Viertel nach. Da muss ich aber auch direkt weiter, weil ich dann noch Wins and Fails aufnehme. Und wer den Champi-Plan im Kopf hat, der weiß, wo ich dann bin. Aber da habe ich dann auch keine Zeit, noch nach dem Champion mit euch zu reden oder sowas, weil ich muss danach halt immer noch 4 Videos aufnehmen. Noch eine Folge Stardew Valley? Heute? Nee, kam gestern doch. Und, aber wie gesagt, morgen ist schon dein nächster Stars, der bist du nur mit mir, übrigens nachmittags gegen 2. Also da geht es dann schon direkt weiter mit SSO. So. Ich habe mir übrigens, Kadi, das hast du gar nicht mitbekommen, wahrscheinlich, ich habe mir kleine Mohrrüben gekauft, die schon geschält sind. Einfach ich so habe sie im Knabbern. Kühlschrank gesehen, ja. Voll cool, ne? Und ich habe mir kleine Birnen gekauft, die sind voll lecker. Kleine Mohrrüben sind viel besser. Gar nicht. Kleine Birnen sind Emily, voll die habe ich auch direkt blockiert. Abi, kennst du Christine? Der Name, den verbinde ich jetzt mit nichts, was ich jetzt wissen sollte. Suicide Squad, also ich habe Suicide Squad gesehen. Hattest du Suicide Squad gesehen? Nee. Ich war ein bisschen enttäuscht davon, muss ich sagen. Abi, hast du deinen anderen Film gekauft? Habe ich gekauft, habe die erste versaut und die zweite halb versaut. Abi, findest du, dass mein Pony Joker heißt? Gut? Finde ich gut. Du magst Enchantress von Suicide Squad gerne. Enchantress. Ja, also ihr müsst es sagen, mit mir über Comic-Verfilmungen zu reden, ist ganz, ganz schwieriges Kino, weil ich jemand bin, der über 15 Jahre, würde ich jetzt fast sagen, sehr, sehr stark in der Comic-Welt drin war. Ich war auf Comic-Conventions überall. Hab stundenlang angestanden für Signaturen von Zeichnern. Kennt ihr den Film Die Tribute von Panem und welchen Teil mögt ihr, falls ihr den Film kennt? Ich kenne nur den ersten. Erstmal vielen lieben Dank für deine Spende, Jana. Ich kenne nur den ersten. Die anderen habe ich noch nicht gesehen. Den fand ich aber sehr, sehr gut. Und das Problem ist, wir haben heute wieder ein Wildpferd dabei. Ich weiß nicht, ob ich ein anständiges Gruppenbild machen kann. Was wir auf jeden Fall sagen können, also mit mir über Comic-Verfilmungen zu reden, ist immer ein bisschen schwierig, da ich meistens immer es nicht so gut finde, wenn diese Neuverfilmungen, die sind ja immer so, die Neuverfilmungen, dass sie sehr, sehr stark, angepasst werden. Und das mag ich gar nicht so gerne. Jasmin schreibt, hallo Fabi, hallo Kadi, nächste Woche kommt ein Paket für euch, die Hundis und Quitte. Ich hoffe, ihr freut euch drüber, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also ich versuche jetzt ja, dadurch, dass ich jetzt jede Woche Weeklys mache, versuche ich unseren Berg deutlich schneller abzuarbeiten, als er davor war. Ich werde auch... Abi, hast du einen coolen... Oh ja. Sitzen und stehen bleiben. Wenn ich jetzt die ganzen Videos, die noch fehlen, fertig habe, von der Equitana, Folge 600 und so weiter und so fort, dann werde ich auch mal einen Q&A-Stream machen.
So, bitte alle sitzen bleiben auf euren Pferden und hinten bleiben. Das wäre supi. Wow, was eine lange Reihe. Eine geniale Reihe. Mensch, top, Leute. Genial. Das sollten wir immer so machen, dass wir eine Linie nehmen. Das ist Aber tatsächlich echt? sehr praktisch. Guck mal, was das für eine geniale Reihe geworden ist hier, oder? Super. Das ist echt mega cool. Also ich bin echt begeistert. Richtig Hammer. Der Linie ist perfekt. Also wirklich spitze. Hat auch schnell geklappt. Sehr schnell. Wirklich supi. So. Ja, dann können wir jetzt noch Einzelbilder machen. Miu, 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 miu. Ob ich noch was streame? Ja. Ich bin auch am Überlegen, ob, was werdet ihr lieber sehen? Kingdom Hearts oder 7 Days to Die? 7 Days to Die ist übrigens ein Survival-Spiel. Also da müssen wir Ups. gegen Zombies überleben und Sachen finden. Und mit Day und Michelle zusammen spiele ich das gerade. Also entweder 7 Days to Die oder wir spielen Kingdom Hearts weiter. Was euch lieber ist. Ich muss bei 7 Days to Die immer an Dump Ways to Die denken. Ich muss ehrlich sagen, ich habe aktuell, hätte ich jetzt heute Abend wahrscheinlich mehr Spaß für 7 Days to Die. Aber ich sehe, dass es eher für Kingdom Hearts ist. 7 Days to Die, Monty Conny, Kingdom Hearts, 7 Days to Die. 7 Days to Die, Kingdom Hearts, Dumb 7 Days to Die. ways Ey, es to ist die. Da tatsächlich sogar da recht ausgeglichen. da Harvey, da wie da. fandest du Dumb Harley Quinn im ways to Film? the eye. Ich mag die alte Harley lieber. Ich mag dieses rot-schwarze Harlequin-Outfit, mag ich tatsächlich mehr. Tatsächlich, glaube ich, sind gerade mehr 7 Days to Die als wieder Kingdom Hearts. Fernbus-Simulator. Hey, ihr sollt keine Sachen vorschlagen, die ich nicht gesagt habe. Also sagen wir es so, wenn ich Kingdom Hearts heute nicht streame, streame ich dafür morgen. Morgen Abend ist ja Little Nightmares ist ja zu Ende. Und dann kann ich ja dafür Kingdom Hearts reinhauen morgen. So, und am besten andere kurz auf die Igno setzen für das Bild, dann geht's für alle schneller. Aber nicht vergessen, danach wieder runterzunehmen. Wo ist der Daddy tatsächlich für demnächst geplant, Leonie? Also ich sehe es wahnsinnig ausgeglichen. Deswegen gucken wir einfach mal wahrscheinlich ein bisschen. Aber wundere ich mich, wenn der so da ist, sieht echt grottig aus. Ich gucke mal, ob ich es überhaupt streamen kann, weil beim letzten Mal war da lief das nicht so flüssig. Wir gucken einfach mal. Haben wir 7 Days to Die überhaupt schon noch irgendwo auf dem Noch Kanal gehabt, nie. dass ich das dann reinlinken kann? Ich glaube, das ist beim letzten Mal nämlich überhaupt nicht gelaufen. Also ich guck mal, ob es überhaupt funktionieren sollte. 7 Days. Mach mal so ein Übergangs-Thumbnail nur kurz rein oder so. Mal schauen. Können wir mal gucken. Der Alice im Wunderland-Film, der war sehr schön gemacht. Den fand ich gut. Aber ich glaube, wenn ich so da ist, werde ich ja sehr wahrscheinlich mal das dann jetzt. Weil es wirkt sehr ausgeglichen von den Sachen. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es wirkt ausgeglichen. Und da entscheide ich mich für das, worauf ich jetzt gerade mehr Lust habe. Also wenn Kay und Michelle Bock haben, dann machen wir noch ein bisschen 7 Days to Die. Macht's gut an alle, die offline müssen. Und dann bauen wir ein bisschen unser Haus. Wir haben dann nämlich schon eine wunderbare Scheune, die von Zombies belagert wird andauernd. Und wann kommt Prey, wenn mein Spiel endlich geliefert wird? Ja, tatsächlich Ich ist es immer hoffe. noch nicht angekommen. Ich hoffe, es kommt am Montag. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, was die Post damit macht. Vielleicht absorbiert sie das Ganze. Aufessen. Ja, Ich habe wahrscheinlich tatsächlich drückt sie Pudding gestern. durch das Loch in der Mitte. Ich habe tatsächlich gestern. Ich hatte mir mal was bei Otto bestellt und habe anscheinend die. Oh, eine Thank you, thank Spende! you, thank you, thank Oh mein you. Gott! Viel Glück und alles Gute. Oh, Neptun, danke schön, so viel. Danke, danke, danke für die Spende. Vielen Dank. Nee, was ich gerade sagen wollte, ich habe eine Zahlung verschwitzt, wo ich gedacht habe, ich hätte sie schon bezahlt. Und jetzt kam tatsächlich eine, die von wegen dritte Mahnung und letzte Mahnung und so.
Ich habe Fabi eben nochmal gefragt, wir haben nicht eine einzige Mahnung vorher bekommen. Ja. Nichts, null. Und Aber auch jetzt kommt von mir direkt die nochmal, dritte. Also von mir auch super. nochmal vielen lieben Dank. Anscheinend der Postbote Und auch Hunger gehabt und hat die Briefe gefressen. Echt. Leonie, du kannst damit rechnen in so 2 Wochen, würde ich grob sagen. Es ist geplant, aber ich muss es erst nochmal, ich muss einen Server dafür finden und so weiter, weil das wird kein normales Wüste Daddy werden. Es wird ein bisschen was anderes werden. 7 Days at 3 erinnert dich in Erzählungen an The Walking Dead. Ja, das ist auch so ein bisschen was. Das ist halt ein Zombie-Survival-Spiel, wo wir zusammen versuchen zu überleben und es sieht sehr rückständig aus, aber es macht Spaß. Also die Leute, die große Grafik erwarten, da seid ihr bei dem Spiel falsch, weil es sieht nämlich echt schlimm aus. Hey, ich singe überhaupt nicht. Hör auf, das Singkommando zu machen, wenn ich gar nicht singe. Ich verstehe es ja. Aber wie wir spenden, da ist ein Link unter dem Stream. Da kann man uns unterstützen, wenn man das möchte. Aber das ist alles freiwillig. Okay, da wir jetzt hier 1 Milliarde Mal gefragt wurden, wie wir den neuen Bibi-Song finden, werde ich jetzt ein letztes Mal darauf eingehen hier heute in dem Stream. Definitiv ist es kein Song, der mir gut gefällt, aber Kali findet ihn sehr catchy trotzdem. Weil einfach die Melodie, so dieses typische Ukulele-Happy-mäßige ist, was gerade so aus der YouTube-Musikbibliothek sein könnte. Ich finde aber, die Stimme ist überhaupt nicht meins. Und ich sage schon, ihr Ich sagt immer, ich soll nicht würde. singen, aber im Endeffekt sollten viele Leute nicht singen und ich finde, Bibi passt auch nicht wirklich zur Sängerin. Nein, nein. Schuster, bleib bei deinen Leisten, sagt man ja immer so schön. Und ich finde, das trifft auch auf sie zu. Trotzdem finde ich es krass. Ich weiß, ich meine, ich weiß ja nicht, wie sie darauf reagiert. Aber so viele Dislikes, glaube ich, treffen schon irgendwie, auch wenn man sich nicht anmerken lässt. Hello Neighbor kennen wir, werde ich auch bestimmt mal anzocken, wenn es fertig draußen ist. Das Spiel mit dem fetten Koch kommt nicht mal wieder Badeente, denn das ist zu Wir sollen nicht Ende. so viel labern. Das ist ein Let's Play-Kanal und ein Livestream. Da ist man nicht stumm. Das sind keine Stummfilme. Was würdet ihr euch lieber wünschen? Weil wir gehen halt gerne auf die Kommentare ein. Weil da würde mich dann interessieren, was die Alternative wäre. Also was euch dann da lieber wäre. Hört auf, das zu schicken. Ich singe überhaupt nicht. Dieses Kommando ist nicht dafür gemacht, dass man es immer postet, wenn es möglich ist, sondern nur, wenn ich singe. Wurstsalat. Hier kam gerade die Frage, ob ich Wurstsalat mag. Meine Mama macht einen total guten Wurstsalat mit Fleischwurst. Der ist echt lecker. Habe ich schon beantwortet, Elsa, vorhin. Kennt ihr Outlast? Klar, wir spielen das doch sogar auf dem Kanal. Mensch, Caro, am Dienstag immer. Gerade aktuell, derzeit am Dienstag. So, nochmal ein Dankeschön an alle, die jetzt schon aufgehen müssen, dass ihr mitgekommen seid. Fragt doch nicht alle, ob ihr ein Einzelfoto machen könnt. Ihr sagt doch immer, ihr könnt alle Einzelbilder machen, müsst aber die anderen kurz auf die Igno setzen. Weil wenn ich jetzt immer mit jedem wirklich das Einzelne machen will, mit Reihe bilden und anstellen und sowas, das habe ich am Anfang versucht. Das klappt nicht. Ihr müsst wirklich die anderen kurz auf die Igno setzen. Oh, Pizza Hawaii. Oh, das ist so überhaupt nicht meins. Ich bin ja bekennender Ananashasser. Schinken ist auch nicht so meins. Ich werde übrigens mal gucken. Tatsächlich, sobald ich da was dazu zeigen kann, werde ich endlich mal ein Spiel zeigen können, wo ich mich nun ewig drauf freue. Und es kommt nämlich ein Gundam-Spiel. Sniff, sniff, sniff. Fabi ist ja ein riesengroßer Gundam-Fan. Ja. Gundam-Fan. Tut mir leid, ich mache keine extra Grüße, aber liebe Grüße an alle, die im Spiel dabei sind und natürlich auch an alle, die im Stream zuschauen, die nicht live dabei sein können auf Winterstar. Was ist denn Schwammerl-Pizza? Ist das Schwammerl, das sind doch Pilz, 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 Pilze. Pilz. Ja. Ich weiß es, ich weiß es. Schwammerl sind Pilze. Ob ich meinen Kali, Heini kannst du mal gewechselt steigen? habe, mir gefällt Firgrove. Sing, Fabi, sing. Fabi mag Gundams. Gundams sind toll. Die haben Ecken und Kanten.
Drin sitzt einer voll. Er spielt ja wieder SSO, Montag. Also wenn du heute nicht bezählst. Ob Hani und Nani Favi beißen könnten? Hani und Nani haben uns schon gebissen, als wir sie gerade kennengelernt haben. Die Da Hani hatten wir beißt nicht sie andauernd, wenn ich sie kraulen soll. häufiger im Arm hängen. Ja, da hatten sie mega viel Angst. Momentan knabbert mich die Hani nur noch an. Wenn sie will, dass ich sie kraule, dann nimmt Ja. sie meine Hand, nimmt sie in den Mund, nom, 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 bis ich sie kraule. Ja. Ich vergrunze dann immer so. Ja. Dreht sich meistens auf den Rückmal. Habt ihr So guckt er immer. Lieblingssüßigkeiten? Hat ihr so Lieblingssüßigkeiten? Ich Eigentlich mag nicht Sachen mit Joghurt wirklich. und Knusper so gerne. Ja, mit Joghurt ist immer gut. Joghurt und Knusper. Knuspern, das ist toll. Packt man Knusper in Schokolade, ist die Schokolade voll. Da gibt es demnächst eine neue Schokolade, die wollen wir unbedingt probieren. Das ist diese Milka, die Die willst du halb weiß unbedingt ist. probieren. Ja, die ist halb weiß und halb schwarz und da Knusperdinger drin. Wie heißt die? Weiß ich nicht Weiß genau. ich nicht. Milka Knusperding. Ja. Milka Knusperding mit Knusperzeug drin und so. Bitte sing, Fabi. Ich habe doch gerade gesungen. Da kommt Fabi Sopranstimme. Sopran war sehr hoch, oder? Nein, ich will keine Badewanne, ich will meine Dusche behalten. Wird dir jemand wieder seine Badewanne anbieten für unsere Dusche? Johanna will unser komplettes Mobiliar haben. Ja, die Johanna kriegt jetzt eine Anzeige, ja? Wegen Inneneinraub. Nee, wie heißt das? Wegen Innenraubausstattung? Nein. Wenn man einen Livestream macht, am besten schaust du dir ein OBS-Tutorial dafür an, weil das ist das Einzige, was du ja nicht wirklich dafür brauchst. Wie wir auch das zwei finden, echt eklig. Ich muss ehrlich Das sagen, ist dass Mega das Waves. Fabi. Mega Waves. Ah, ich muss ehrlich sagen, dass das Fabi mir bislang von Outlast erzählt hat, finde ich einfach nur abartig. Ich verstehe nicht, warum man ein Spiel auf derart geschmacklosen Sachen aufbauen muss mittlerweile. Ich finde es traurig, wenn nur noch solche Spiele als Horrorspiel ankommen, weil das ist für mich einfach nur unterste Schublade und total niveaulos. Kann ich Das gar ist nicht schon ab sehr sowas. Ich eklig, glaube, ich würde alles. es tatsächlich nicht, weil ich mich davor ekeln würde, aber ich finde einfach die Ausdrucksweise finde ich absolut allerunterste Schublade. Ich habe Respekt davor, dass Fabi es weiterspielt. Ich hätte keinen Bock, so ein Spiel zu promoten. Ganz Oh, ehrlich nicht. es So einem triggert Spiel mich, würde nein. ich persönlich keine Plattform bieten wollen. Weil das geht meiner Meinung nach überhaupt gar nicht. Es ist schon echt eklig an vielen Stellen, Wie aber. gesagt, mir geht es nicht mal um den Ekel. Mir geht es einfach um das, worum es geht. Und die Ausdrucksweise. Das ist einfach absolut allerunterste Untermensch. Ali und ich sind Ausdrucksweise. Server 1. Auch das kommt am Dienstag wieder. Wir kennen Alice Madness Returns, ja. Das ist echt nicht schlecht. Fand ich auch. Also ich habe das auch mal angeschaut, als jemand anders gestreamt hat. War wirklich cool. So. Didup didup didu. Bim bam bibum. Bibidi babidi buff. Ah, okay, also man spricht es Naira aus, weil ich weiß in der Postfolge nicht sicher, ob Naira oder Naira das Okay. ausgesprochen wird, der Name. Ira. Das ist aber auch ein ungewöhnlicher Ja, Name. aber sehr schön, finde ich. Ihr müsst nicht spenden, das ist alles völlig freiwillig. Wir sind total happy, wenn das alles. Ihr müsst das wirklich nicht, aber vielen lieben Dank. So, aber ich würde dann schon sagen, ich werde den Stream für heute beenden, da ich in der Hoffentlich müsste Viertel. aber auch funktionieren. Gerade. Wir haben jetzt gerade ein paar bekommen. Okay. Da ich in der Viertelstunde schon weiter aufnehmen muss, ansonsten schaffe ich morgen keine Star Stable-Folge. Deswegen muss ich jetzt pünktlich aufhören. Es tut mir leid, dass es heute so kurz war. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie es die nächsten 3 Wochen aussieht. Das wird sich so ein bisschen, ja, kurzfristig entscheiden. Rechnet mal damit, dass die Streams normal kommen. Es kann aber auch sein, dass sich da noch irgendwas tut dran. Also, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Auch dir noch danke, Fabi, fürs Helfen und dass du jetzt gleich selber noch was machen möchtest. Genau, ich sehe, dass Day und Michelle da sind, also wir gucken mal, was wir gleich machen. Also wartet einfach ab, was gleich kommt. Und ich werde das Silverglade-Championat gleich aufnehmen mit Honeydew. Eigentlich ist Wildstar dran, aber ich wollte jetzt gerne 3 Championate mit Honeydew machen. Alle guten Dinge sind 3, weil ich noch keinen Haflinger ausgelevelt habe und die jetzt gerne testen möchte.
Habt aber bitte Verständnis, wenn ich nach dem Championaten ja vielleicht noch kurz winke und dann direkt offline gehe, weil ich muss wirklich, wirklich, wirklich noch viel machen heute. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Restsonntagabend noch. Viel Spaß gleich bei Fabi Stream und kommt gut in und durch die neue Woche. Macht's gut. Ciao, Tschüss. Lies.